Mein Name ist Jürgen von KITIER.de und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du schon immer einmal wissen wolltest, wie die neue Funktion in Panoramenaufnahmen in Lightroom Kanten füllen im Detail funktioniert, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Ich habe mich absichtlich dagegen entschieden, ein Video rauszubringen, was ist neu in der neuen Lightroom-Version. Denn das haben jetzt andere Kanäle schon zuhauf gemacht und wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr da ganz gerne nachschauen. Ich möchte mir jetzt hier lieber diese Funktion mal im Detail rausholen und prüfen, taugt denn die Funktion überhaupt was oder ob die alten Einstellungen, die wir schon früher machen konnten, vielleicht die besseren Varianten für unsere Panoramaaufnahmen letztendlich sind. Im Vergleich zwischen Lightroom, Kantenfüllen und inhaltsbasiertes Füllen in Photoshop möchte ich jetzt hier in diesem Video nicht ziehen. Ich gehe davon aus, dass die inhaltsbasierte Füllung in Photoshop gerade jetzt in der neuen Version deutlich überlegen sein wird. Aber wir haben da eine neue Funktion bekommen und die möchte ich mir jetzt hier einmal im Detail anschauen. Dazu habe ich zwei Panoramen vorbereitet und zwar einmal ein Panorama mit 20 Aufnahmen und ein Panorama mit 7 Aufnahmen. Und ich denke mal, mit dem kleineren, mit den 7 Aufnahmen, werden wir anfangen. Ich markiere mir jetzt hier alle 7 Fotos, die zu dem Panorama dazugehören, klicke die rechte Maustaste auf ein Foto und sage Zusammenfügen von Fotos. Und zwar habe ich jetzt hier die Funktion Panorama. Ich könnte das Ganze auch mit Ctrl und M anstarten. Wir gehen aber hier auf die klassische Art und Weise vor und ich klicke jetzt hier auf Panorama. In der Einstellung von Panorama habe ich jetzt hier 3 verschiedene Varianten. Einmal hier die kugelförmige, die ist eigentlich für mehrzeilige Panoramen gedacht. Zylindrisch oder perspektivisch. Gut, perspektivisch fällt jetzt hier in der Variante komplett raus. Ich gehe jetzt hier auf die kugelförmige Variante, denn ich mag es nicht, wenn es so in die Höhe gezogen wird. Bei zylindrisch siehst du ja ganz genau, wie sich das Ganze nochmal so ein bisschen nach oben zieht. Und bei kugelförmig ist es ein bisschen gestauchter. Und das finde ich jetzt persönlich für meinen Geschmack viel, viel besser. Jetzt gibt es natürlich wie immer hier die Randverkrümmung. Die hat ja eigentlich schon früher einen ganz guten Job gemacht. Die hat jetzt hier einfach die Pixel, die jetzt hier gefehlt haben und hier und an den Seiten überall gedehnt. Also so. Und dann war das eigentlich auch schon okay. Oder wenn das nicht gereicht hat, könnten wir immer noch sagen, automatisch freistellen. Dann würden die einfach die leeren Pixel abgeschnitten. Mein Panorama wurde dann ein bisschen schmäler und ein bisschen kleiner. Und seit neuestem gibt es hier die Kantenfüllen-Funktion. Kantenfüllen-Funktion würde ich mal so behaupten, ich meine, ich kann es nicht in die Software reingucken, aber ich würde ganz grob behaupten, das ist eine ganz, ganz abgespeckte Variante von der inhaltsbasierten Füllung aus Photoshop. Und wenn ich nämlich da alles draufklicke, versucht Lightroom mir die fehlenden Pixel hier an den Kanten aufzufüllen und errechnet da wohl die fehlenden Pixel hinzu. Ich zoome mal hier rein, damit wir jetzt hier die Ecke ein bisschen genauer erkennen können. Und ich würde jetzt hier mal auf Kanten füllen gehen. Und jetzt achte mal bitte darauf, auf den Himmel hier unten und auf den Teil, wo er hinzufügt. So, und ich, so auf den ersten Blick würde ich mal sagen, okay, der Teil, der gefällt mir jetzt hier nicht so, den könnten wir unter Umständen mit Stempeln noch reduzieren. Und auch hier, der Fleck ist es wohl nicht so der beste, der fällt hier tatsächlich wirklich auf. Wenn wir hier mal oben so reingucken, jetzt hier im weiteren Himmel, wirst du wahrscheinlich nichts mehr entdecken, was jetzt hier irgendwie falsch gelaufen sein könnte. Eventuell ist hier die Wolke, die kann aber theoretisch aber auch so gewesen sein. Und hier unten in dem Bereich, mit den Steinen, da wirst du jetzt nichts entdecken, was künstlich hinzugefügt aussehen würde. Aber ich mache jetzt hier nochmal die Kanten füllen aus, damit wir hier sehen, okay, hier unten den Bereich hat er hinzugefügt, schalte es nochmal ein und ja, das hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Ich schalte es hier nochmal aus und gehe mal auf die rechte Seite vom Foto und auch hier möchte ich mal sehen, was passiert, wenn er mir jetzt hier die Pixel hinzurechnet und ja, auch hier ist es wirklich akzeptabel, man erkennt nichts. Der einzige Knackpunkt, wo ich jetzt hier habe, ist der hier oben mit dem Bereich und in dem Bereich hier, wobei wir das aber natürlich mit Stempeln durchaus entfernen können. Ich würde mal sagen, ich möchte das Foto jetzt so in dem Stil bearbeiten. Ich gehe jetzt hier auf Zusammenfügen
und wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Entwickeln-Modus an. So, das Foto ist fertig. Ich werde das Foto jetzt hier in den Entwickeln-Modus springen und dann werden wir uns das Ganze hier mal etwas im Detail anschauen. Wie gesagt, hier oben habe ich den Bereich, der mich stört und der, ja, was auch immer hier das hier ist, das stört mich auch. Aber es fällt mir natürlich jetzt hier viel, viel besser auf. Das ist ein ganz, ganz seltsames Format. Wenn ich das Format jetzt hier in ein ordentliches Bildformat bringen möchte, wie zum Beispiel in das 16:9 Format, dann wirst du sehen, hey, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Muss man natürlich auch noch dazu sagen, hey, okay, wenn es dieses 16:9 Format bringen gebracht hat, dann hätten wir uns das inhaltsbasierte Füllen hier oben vielleicht auch sparen können und hier unten auch. Aber ich kann es ja noch ein bisschen nach unten schieben, so, dass wir zumindest mal den unteren Bereich ordentlich drin haben. Und dann hätten wir das sogar fast in der Drittelregel drin. Ich würde mal sagen, ich gehe hier auf Fertig und ich denke, ja, so ist es doch dann ganz okay. Ich möchte das Bild aber zurücksetzen, weil ich habe da schon meine Einstellungspresets drauf und ich würde das Ganze jetzt hier mal ganz kurz nach meinem Stil oder nach meinen Gedenken hier so ganz grob grundentwickeln. Ja, die Lichter runter, kennen wir ja alles. Tiefen ein klein wenig nach oben. Weißpunkt automatisch setzen lassen und den Schwarzpunkt auch. Hier unten würde ich eventuell sogar noch ein bisschen mehr Wärme reinbringen. Aber erstmal möchte ich den Weißpunkt hier auf zurücksetzen. So. Genau, und vielleicht ein bisschen mehr Magenta. Damit wir hier die Sonnenuntergangsstimmung so ein bisschen drin haben. Die Tiefen würde ich hier sogar noch ein bisschen aufhellen. So. Den Schwarzpunkt vielleicht noch ein bisschen mehr reinziehen, damit sie noch ein bisschen kontrastreicher hier unten wird. Natürlich nicht zu stark, sondern vielleicht nur so in dem Bereich. Ich werde mir nochmal einen neuen Verlaufsfilter reinholen und zwar von oben. So ungefähr, ist nicht ganz 100% nicht gerade, das könnte man auch noch gerade ziehen. Machen wir auch gleich. Und hier möchte ich den Himmel ein bisschen ab, dass wir mehr ins Bläuliche ziehen, aber auch mehr ins Magenta. So, den Weiß für den Punkt werde ich runternehmen und ich denke, das soll jetzt hier so mal die grobe Grundentwicklung von dem Bild sein. Deswegen wechsle ich hier zurück in die Schnellauswahl und ich werde mir jetzt hier mein 20 Bilder Panorama reinrechnen lassen. So, und dann sage ich jetzt hier wieder mit der rechten Maustaste Zusammenfügen von Fotos in ein Panorama. So, wir haben hier einmal die kugelförmige Ansicht, dann kann ich hier noch auf zylindrisch wechseln, da wird wieder alles ein bisschen mehr auseinandergedehnt, so nach oben und nach unten. Was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, ich bleibe hier auch bei kugelförmig. Ich finde, die Erscheinung ist nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch hier wieder die Randverkrümmung anwenden. Dann sieht man auch, okay, das ist ganz cool. Oder jetzt eben das automatisch freistellen. Ist auch ganz cool. Oder jetzt eben hier Kanten füllen. Und ich gehe jetzt mal mit der Lupe hier rein, damit wir uns hier mal hier die Socke anschauen und was dann passiert, wenn ich jetzt hier auf Kanten füllen klicke. Tja, und da haben wir genau das Problem. Hier kommt die Kantenfüllen-Funktion, die inhaltsbasierte Füllung Light, so wie ich sie ganz gerne nenne, sofort an ihre Grenzen, denn hier sieht man dann eindeutig, ja, okay, das war jetzt nicht der Idealfall. Hier sieht man wirklich ganz genau, es wurde nur reinkopiert, aber wurde nicht viel berechnet. Wenn ich jetzt hier mal auf die andere Seite rüber schwenke, dann haben wir... Okay, hier im Himmel ist alles noch in Ordnung. Ich denke, solche Himmelsachen, die kann er ganz gut lösen. Aber auch hier fängt plötzlich Ast aus dem Himmel an, hier genauso. Und da kommt das Ganze dann doch relativ schnell ziemlich stark an seinen Grenzen und es sieht wirklich unschön aus. Hier sieht man, wie er das einfach 1:1 reinkopiert hat. Es ist hier also nicht die Ideallösung, die Kantenfüllen-Funktion. Deswegen werde ich die hier rausnehmen. Das Ganze wieder Randverkrümmung machen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde das Ganze zusammenfügen und mit dem Bild hier auch nochmal eine ganz kurze grobe Grundentwicklung durchführen wollen. So, das Foto ist fertig und befindet sich hier unten. Und ich würde das Ganze hier in das Entwicklermodul reinjagen und mir das Ganze mal genauer anschauen. Hier sieht es dann doch sehr, sehr gut aus. Zuerst möchte ich das Ganze mal zurücksetzen, damit die Grundentwicklung hier von meinem Preset... abgewendet wird. So, jetzt haben wir hier den Originalzustand. Ich gehe jetzt hier bei Wie-Aufnahme auf bewölkt. Das ist eine ganz gute Stimmung. Dann möchte ich hier die Lichter ein bisschen runterziehen. So, die Tiefe ein klein wenig aufhellen. So, Weißpunkt automatisch setzen, Schwarzpunkt automatisch setzen. Und dann genau wieder auch hier mit einem Radialfilter den unteren Bereich
ein bisschen mehr magenta-lastig reinzeichnen und auch mehr ins Gelbe, damit es hier das Sonnenlicht so ein bisschen besser zum Tragen kommt. Eventuell könnte man auch hier noch ein schönes Orange mit der Farbe reinzeichnen, ungefähr so. Natürlich darf es nicht zu stark sein, es darf nicht allzu sehr auffallen. So ungefähr, das reicht mir jetzt erstmal schon. Anpassen könnte man es dann im Nachhinein ja immer noch. Und auch hier würde ich ganz gern weiß noch ein bisschen draufziehen, damit wir mehr Licht haben, ja, damit das Licht so ein bisschen besser zur Geltung kommt. Hier würde ich dann auch noch mit dem Pinsel mit Weiß nachzeichnen, den Weg hier, das, der Lichtfall der Sonne, damit es noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Da würde ich noch einen neuen Radialfilter drauflegen. Der kommt dann von oben runter, ungefähr so, und soll dann deutlich mehr ins Bläuliche gehen, aber halt auch mehr ins Magenta rein, so. Und vielleicht ist hier auch da so ein ganz klein wenig Farbe pinschen, so. Vielleicht nicht zu stark mit dem Blau hier, sondern ungefähr nur so. Eventuell vielleicht noch einen dritten Verlaufsfilter, und zwar den jetzt hier so rüberbringen und dafür das Ganze hier noch so ein bisschen bläulicher gestalten. Eventuell. Ich sag fertig und komme zum Fazit, zu dem Punkt Kantenfilm. Kantenfilm mag unter Umständen eine ganz, ganz tolle Funktion sein, wenn man sie wirklich homogene, blaue oder durchgehend bewölkte Himmel ohne weitere feine Strukturen hat, dann mag das Ganze sicherlich ganz gut funktionieren. Aber sobald man jetzt hier eben Baumstrukturen oder andere feine Strukturen von Gebäuden oder wie auch immer im Bild hat, die jetzt durch das Panorama eben fehlen, wird diese Kantenfüllung von Lightroom das Ganze nicht sauber realisieren können. Da wirst du dann immer noch mit dem inhaltsbasierten Füllen in Photoshop deutlich glücklicher werden. Das soll es heute von mir gewesen sein. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Freunden ein ruhiges und frohes Weihnachtsfest. Wir sind 2 Tage vor Weihnachten. Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Ich freue mich auf das Weihnachtsfest. Und tja, wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.